Willkommen wieder beim Poker Heaven European Cash Game. Es geht um viel Geld. Die Spieler sitzen hinter sehr vielen Chips und Poker vom Feinsten erleben wir. Insgesamt hat sich der Tisch so ein bisschen nach links verschoben auf die Plätze 1 und 3. Iverson und Lou aber sind unsere großen Gewinner. Die anderen sind auch noch nicht ganz raus aus dem Ganzen, sind immer noch im Spiel, aber das kann sich alles ändern. Ja, der Tisch wackelt schon ein bisschen, Ungleichgewicht, alle Chips nach links. Müssen mal die Leute auf der rechten Seite schauen, dass sie auch ein paar Chips rüberbekommen, sonst kann es sein, dass der Dealer hier ins Wackeln gerät. Neil Channing vom Button. Darin erkennt man einen guten Spieler. Und kein schlechter Flop für Neil. Check. I think he said check. I heard check. I don't know. Didn't he say check? 775. Verbal binding. What is it? 775. All right, cool. Half-heartedly. Neil bezahlt so ein bisschen halbherzig mit Top Pair und Straight Draw. Any old deuce of diamonds. So ganz so enthusiastisch wirkt er im Moment nicht. Da ändert sich nicht viel und Albert hat immer noch nichts. There you go, we got it, we got there. Scary stuff. 1100, so I don't have to show my hand. Ja, Neil hat jetzt hier sehr viel erzählt. Ja, ich muss nur drawen, ich hab nichts. Bezahl mich doch bitte, aber Iverson fällt auf so einen Trick nicht rein. Kriegt keinen Call und die beiden Kings reichen. Die Frage ist, spricht er auch so schnell, wenn er blufft? Jeder hat eine gute Zeit hier, die genießen das alles beim European Cash Game. Diese Drinks übrigens gehen auf die Rechnung des Hauses. Vorausgesetzt, jeder bringt 10.000 Euro mit. 10.000 Euro, das ist unser Mindesteinsatz hier am Tisch, aber der eine und andere Spieler sitzt hinter wesentlich mehr Geld. Der am meisten bisher Profit gemacht hat, ist Eric Liu mit 45.000 Euro plus. Aber hat jemand was in Neil Channings Kaffee getan? Er scheint irgendwie aufgewacht zu sein. Fragt sie nur, ob die anderen das gemerkt haben. Interessanter Flop, Raphael. Ja, trifft das Pärchen. Zwei Zehner. Aber der Up-and-Down-Straight-Draw für Liu. Eine 8 oder eine 3 würden seine Straight komplementieren. Und Neil, viele Spieler würden jetzt hier nochmal raisen, aber er callt nur. Er sagt selber, ich hätte eigentlich raisen sollen. Die 5 bringt Eric Liu ein bisschen weiter. Aber beide checken wieder. Dame auf dem River. Oh Gott. Verbal could have been binding, right. 2,500 or what? Oh, I've done it again. I'm just gonna bet just 400. Just 400 for fun. Kleiner raise, kleiner bet, 400. I'm gonna keep my hand secret between me, Gary Jones and Nick Welthall. Sehr kleiner bet. Cool. 10. How about 10? Und Eric darf Neils Hand sehen. Und erfährt ein bisschen mehr über die Art und Weise, wie er spielt. Ja, hat ihm 400 Euro gekostet, dieses Privileg. Hätte er ein bisschen warten können, hätte sich es hier mit uns im Fernsehen anschauen können. Ich glaube, meine Stärken sind Geduld und Routine. Viele sagen, ich rede ziemlich viel am Tisch. Aber ich höre auch viel zu. I'm actually listening quite a lot and normally I'm talking to try and elicit information. Beim Plaudern will ich mich ja eigentlich nur schlau machen über die anderen. Meine Schwächen kann ich nicht so gut verbergen. Ich habe immer das Gefühl, jeder
durchschaut meine Bluffs früher oder später. Wenn mich jemand lang genug fixiert, habe ich Angst, ich verrate was. Aber irgendwie hoffe ich, die anderen dann doch noch zu verwirren. Tja, und unser Neil Channing ist wieder im Kommen, hat sogar zugelegt. Schönes Comeback von ihm, 350 Euro vorn. Von einer kurzen Weile lag er noch bis zu 5.000 Euro hinten. Er hat hochgeschaltet ein paar Gänge. Man hat fast das Gefühl, das war so seine Strategie, sein Plan, alles irgendwie vorherbedacht. Er wollte ja nicht zurückfallen, sondern einfach nur vorsichtig spielen und sich dann allmählich ein bisschen locker geben. Ich glaube, er hat einfach ein bisschen mal am Anfang geschaut, mit wem kann ich mich hier anlegen, wie spielen die Leute. Und jetzt hat er doch ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch gefunden, den einen oder anderen gewagteren Move zu machen. Bambus ist dabei, am Button. Ja, die beiden Fünfer. Iverson, sehr looser Call hier, 9-2. Aber das ist die Art und Weise, wie wir von ihm schon öfters gesehen haben. Sieht gerne viele Flops. Alle checken. Jetzt kommt die 9. Iverson vorne jetzt auf einmal mit seinen 9-2. Oh, jetzt hat er sogar zwei Paar. Hat am Anfang gar nichts gehabt, jetzt auf einmal hat er zwei Paare, so kann es gehen, weil die anderen ihn aufholen haben lassen. Neil Channing steigt aus und Bambos mit seinen Fünfern kann eigentlich nicht callen. Sagt selber ein bisschen verrückt und er hat auch recht. Denn er lag weit hinten. Zwei Fünfer gegen zwei Paare. Mal wieder ein schöner Pot für Iverson. Gut gespielt, ja. Bamus, don't feel bad about that one, because you played it second worst. I definitely played it worst. The old Montana banana comes home. That was first, second, third. And who played it the best? Albert Iversen aus Dänemark auf Platz 1, Eric Liu aus den USA Platz 3 und beide sitzen so in einem Guthaben so rund um die 40.000 Euro Marke herum. Ja, E-Skate mit dem Race, aber ein paar Caller. Kriegt keinen Respekt für seinen Race. Ich weiß gar nicht, wie er sich das verdient hat. Er hat die beste Hand im Moment. Oh, jetzt nicht mehr. Wir sind vorne mit seinen Queens. Allerdings hier auch ein Flushdraw von Eric Liu. Viele noch eine Möglichkeit, sich zu verbessern in dieser Hand. You know, on the World Series anyway, they have like they go to 10 and then they play until it's 9 and then come back the next day. Wissen weiß, dass Queen Jack jetzt nicht so wahnsinnig gut ist hier. Called einfach nur. Jetzt sehen wir den Turn. Straight flush. Raphael, wenn du 34.000 Euro vorne legst, so einen Straight Flush zu treffen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Unglaublich. Und Eric Liu sieht so cool aus, man sieht ihm das überhaupt nicht an. Er wettet immer, wenn er nichts hat, wenn er was hat, wenn er ein bisschen was hat. Deswegen ist es für die anderen fast unmöglich zu wissen, wo sie jetzt sind. Und Iverson hat zwei Paare. Schwierig für ihn, diese Hand wegzulegen. Aber er macht es. Und Eric zeigt seine Karten. Straight Flush.
damit darf man schon mal gewinnen. Und aber Iverson glücklich auch, dass er mit Queen Jacks nur so wenig verloren hat. Tja, schon ein brutales Geschäft, dieses European Cash Game. Das hat Alex Miller am eigenen Leib erfahren. 10.000 Euro verloren innerhalb kurzer Zeit. Albert Iverson weiterhin auf einem starken zweiten Platz. Aber ganz vorn immer noch Eric Liu mit 35.800 Euro Gewinn. Also Eric Liu und Albert Iverson bleiben auf den Plätzen 1 und 2, aber so ganz einfach wird das nicht werden für die beiden. Die anderen schielen schon nach ihren Chips. Bis zum nächsten Mal beim Poker Heaven European Cash Game.